Puh. Und das wird doch so. What's going on, guys? Thanks for watching Strikers. Freunde, danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr dabei seid. Mit meinem Bros. El Glatzo. Und meinem anderen Bro. Selenio. Der hat auch El Glatzo. Ich hab jetzt nur noch mit Glatzen dreh ich hier. Du bist der Nächste. Bei 5000 Likes schneidest du schlau ohne Glatze. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Einfach ruhig die Likes. 5000. Was machen wir eigentlich heute, Freunde? Wir zeigen, dass Adidas und Nike die besten Marken sind. Nein, falsch. Wir zeigen, dass Puma die beste Marke ist. Denn, Freunde, wir machen ja heute ein Duell. Hazel und ich werden Puma vertreten, man sieht. Und der Boy ist ein Mix zwischen Adidas und Nike. Und wir machen eine Challenge, wo wir in drei Disziplinen rausfinden werden, welche die bessere Marke bzw. die bessere Mannschaft ist. Ich würde sagen, wir checken erstmal die Styles aus, was wir so anhaben und dann fangen wir direkt an, ne? Yeah. Okay. Let's go! Hey Leute, wie viel ist dein Outfit wert? Adidas T-Shirt habe ich gedürbert in The Base in Berlin. Genau wie die Hose, Tango-Hose. Adidas Stutzen auch gedürbert und die Nike-Schuhe. Clean. Oh, nice. Danke an Nike. Deswegen ein Mix aus Adidas und Nike. Wie viel ist dein Outfit wert? Ich würde sagen 25.000 Euro. Danke dafür. Alles klar. Freunde, und wir sind natürlich von Puma. Erstmal vielen Dank an Puma für die Outfits. Danke. Puma Future, Puma One. Kurze, ist das dieselbe kurze Hose? Ja, ne, das ist eine Boxershorts. Ah, okay. Ja, zeig nochmal. Boxische. Pferdebauch, ist da. Bei mir ist Pferdebauch nicht da. Und dieses coole orangene Puma-T-Shirt. Und, boah, richtig cool, das Marcel. Marcel. Deine Lieblingsmannschaft? Ja, nach PSG. Alles klar. Ja, würde ich mal sagen, wir machen den Spidey jetzt nieder, ne? Diesen Mix aus Nike und Adidas. So oder so. Meine, die erste Disziplin ist es, in das kleine Tor zu treffen, wie ihr sehen könnt, mit dem Bällen. Hazel und ich dürfen nur mit dem Puma-Ball spielen. Der andere Kollege hier darf, egal welchen Ball, beziehungsweise Nike oder Adidas Ball nehmen. Und der erste Schuss mit links, der zweite Schuss mit rechts und der dritte Schuss Trickshot. Aha! Let's get ready to rumble! Okay, Freunde, ich habe die Ehre anzufangen und den versenke ich direkt mal, und zwar mit links. Links ist mittlerweile mein besserer Fuß geworden. Also ein Störenfried. Aber ist okay. War nicht präzise, der nächste geht rein, versprochen. Ich fange an mit dem Adidas-Ball. Mit links ist so easy, Mann. Also ich weiß nicht, wie man den daneben schießen kann. Das Tor wird immer kleiner und kleiner. Links ist nicht meine starke Seite. Vor meinem ersten Schuss muss ich euch noch mal was fragen. Welche ist eure Lieblingsmarke? Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Puma. Ne, Freunde, Hashtag Adidas und Hashtag Nike. Beides. Beides die beste. Hashtag Puma. Keiner hat bis jetzt getroffen. Und das wird doch so. Spideys Auge, Freunde. Spidey sein Auge. Der Ball war eigentlich schon drin. Alles gelogen. Jetzt mit dem Nike-Ball. Erster Punkt für Team. Nadidas. Yes. 1-0. Hazel, wir müssen jetzt endlich mal unser Game ein bisschen upsteppen. Oder willst du gegen den Josh verlieren? Niemals. Okay. Das geht nicht. Okay, Freunde, jetzt muss ich treffen. Der Druck wird groß. Oh, Baby. Okay. Mach so viel Auge, wie du willst. Mach, komm. Wende. Wave your hands in the motherfucking. Wo ist das Auge? Wo ist das Auge? Team Puma. Und jetzt wieder der Adidas-Ball mit rechts. Muss es klappen. Ach, das Tor ist ja nicht so hoch. Mal im Ernst, wie blöd bist du eigentlich? Ach, verdammt. Es war perfekt Mitte, aber ein bisschen zu hoch. So, Freunde, der Windel-Look ist wieder da. Die nicht trainierten Beine. War ein bisschen schon, aber. Ach, kein Problem. Sieht man eh nicht im Club. Nope. Nein! Erster rechte Pfosten, jetzt der linke Pfosten. Was lernen wir daraus? Du bist der größte Pfosten. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja. Da muss es wieder der Nike-Ball richten. Schieß jetzt noch den Puma-Ball mit ins Tor. Wow! Puma, mich zu sehen. Freunde, der kann schon nicht mehr. Der sieht das Puma. Okay, Freunde, letzte Runde. Jetzt gibt's einen Trickshot. Und da packe ich natürlich den Rabone aus, bevor das Lukas machen kann. Und hau ihn auch direkt mal rein. 3, 2, 1, go! Ja, das
so schlecht. So, jetzt kann ich dem Problem mal zeigen, wie das geht. Müssen wir da weggehen? Mann! Helikopter! Heli! Ich kann das Ding jetzt schon dicht machen mit meinem Trickshot. Schauen wir mal. Nope. Katastrophe, Freunde. Aber wir führen ja noch 2-1. Du kannst eigentlich schon ausgleichen. Gleiche jetzt auch. Mit dem heiligen Nike. Okay, dann viel Glück. Nicht. Oh mein Gott. We are the world. We are. 2-2. 2-2, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Stechen. Will nicht gegen Lukas verlieren. Das ist mein Lebenskredo. Schön. Ach, für euch mache ich auch trotzdem nochmal einen Trickshot, Alter, denn wir machen sowas einfach bei Team Nike Adidas. Oh. Aber wenigstens mit Style verloren, Freunde. Das war echt mit Style, Bro. Danke. Ehrenmann Puma. 1-0 für Puma in der ersten Disziplin, Freunde. Wir gehen jetzt zur zweiten Disziplin über. Freistoß. Mal gucken, was wir da so drauf haben. Zweite Challenge, 3 Freistöße. Von links, Mitte und rechts. Jetzt werden wir rasieren. Boah, schon fast umgefallen. Komm mal runter. Komm runter. Oh, er küsst ja gar den Ball. Lazo, Lazo, Lazo. Yeah. Lazo, 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 yeah. Lazo, Lazo, Lazo. Ey. Lazo, 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 yeah. You know I'm gon' ball like Lazo. Hey. Jetzt muss ich aber mit dem Puma-Ball schießen. Got ball like Lazo. No, don't play like Lazo. 3 Schüsse, 0 aufs Tor und natürlich daraus auch 0 Treffer. Not bad, Spidey. Kommandant tritt an zu seinem Dienst. Ich werde mit links schießen, weil rechts immer noch so ein bisschen verletzt ist, aber ihr werdet keinen Unterschied merken. Down in New York, I feel like P. Diddy. Just got off the tour, I feel like P. Diddy. Pull up in a Porsche, I feel like P. Diddy. I wear shit you can't afford, I feel like P. Diddy. Auch Hese hat in 3 Schüssen 0 Toren fabrizieren können. Aber jetzt ist erstmal der Bro Spidey dran. Das war natürlich nur, um die zu verunsichern gerade. Ah, das war alles Taktik. Bruder, guck. Ui, ui, ui. Guck schnell, Bruder. Oh mein Gott. Jetzt ist sie auf den Adidas Stutzen. Ich schieße mit der Wespe. Ich schieße sie in den Umwesgesicht. Treffer. 2-0 gerade. Nicht schlecht. Team Nike das hat schon mit 2 Toren vorgelegt. Wir müssen jetzt nachziehen, weil der Kollege Hazel eben leider keinen Treffer gemacht. Deswegen muss ich jetzt hier. So much damn options. So much damn options. Man, I'm jealous of myself, cause I got so much damn options. So much damn options. Freunde, und falls ihr euch fragt, warum ich so schlecht schieße, zeig noch mal kurz, wie mein Bein aussieht. Diese Narbe ist noch da. Und deswegen habe ich noch keine Stabilität, aber die wird noch kommen, die wird kommen. Schlechtester Freistoßschütze EU-West, Freunde, aber lasst doch mal ein Like da. Freunde, die zweite Challenge ging an Spidey. Spidey, hast du stark gemacht, aber Humle und ich waren noch sehr, sehr schwach. Nichtsdestotrotz spielen wir jetzt die letzte Challenge aus, beziehungsweise die letzte Disziplin, die allentscheidende Elfmeter-Challenge. Okay. Jetzt geht's los, Freunde. Jeder weiß, dass der angebliche Elfmeter-King nichts drauf hat. Oh mein Gott. Hazel, so gewinnen wir niemals, Bro. Einmal, wenn ich gehässig werde, schieße ich danach schlecht. Das ist Karma. So, Freunde, jetzt kommt der angebliche Elfmeter-King. Ich weiß jetzt, warum ich bis jetzt so schlecht war. Ich habe das Ventil einfach nicht nach oben gestellt. Aber das Ventil wird jetzt nach oben gestellt und der erste Treffer kommt. Oh. Jetzt ein Schuss für den Bra, denn der Bra ist Löwe. 3, 2, 1, go! Nope. Oh. Was für eine Parade vom Hazel. Hazel, stark gehalten, jetzt musst du noch reinmachen. Stark jetzt noch stärker reingemacht, guck. Jetzt mein Dritter. Okay. Okay. Das ist so ein Witz, Alter. Du bist verflucht heute. Hey, sag mal ehrlich, du hast gerade Auge gemacht. Ja, Mann. Das ist grauen, das hast du gesehen, der ist rausgegangen. Wir können dem Sieg jetzt ein bisschen näher kommen, wenn ich ihn reinmache. Der Spidey ist eigentlich ein guter Torwart, aber ich glaube, dass ich jetzt einen kleinen dreckigen raus. Mach das!
Ich wollte den einfach mal mit der Pick und dem rechten Fuß schießen. Dann kam ein Elfmeterschießen, die Mannschaft hatte die Hosen voll. Hose alles tief, okay? Siehst du erstmal einen richtigen Tryhard-Elfmeter, okay? Okay. Ich wollte ihn nur im Glauben lassen, dass ich jetzt Tryhard mache. Aber dreckig oder sagen wir so solide gewinnen, ehrlich. Wir gehen immer auf dreckig. Dreckig? Ja. Hey! Ah, Spotify Rich! Bro, du solltest dreckig machen, nicht dumm. Ja, ich werde fast drauf eingehen. Du weißt, den nächsten müssen wir halten, weil sonst hat dieser Tschech gewonnen. Keine Zeit mehr für die Spielchen. Das ganze Katze- und Maus-Spiel hier mit Pumlee. Der denkt auch echt, er wäre ein Keeper, Alter. Nix oder? Weißt du? Puh. Du sagst, das sind jetzt die stärksten Gegner, die ich hier hatte. Bist du sicher? Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Team Nike das hat dieses Duell gewonnen. Schreibt in den Kommentaren, welche Marke ihr am meisten feiert. Vergesst nicht bei den Bros vorbeizuschauen. Humlee TV und natürlich Brotatoes. Alles hier in der Beschreibung drin. Freunde, und wir sehen uns nächstes Mal. Kauft mein Merch. Kauft sein Merch. Ciao.